Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt es ein kleines Special, denn wir reden mal über unsere Top 6 Empfehlungen, was Outdoor- oder auch Festivalpfeifen angeht. Sollte euch das Video gefallen, gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Jetzt viel Spaß beim Video. So, da sind wir wieder und da der Juni ja voll einschlägt mit Temperaturen über 30 Grad und die Festivalsaison direkt vor der Tür steht, dachten wir uns, es wäre vielleicht mal ganz spannend, unsere 6 Empfehlungen für Outdoor- oder auch Festivalpfeifen rauszuhauen. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange rum, sondern wir starten auch mit der ersten. Die erste Pfeife, die wir euch zeigen wollen, ist auf jeden Fall die Shisharia oder es gab Shisha to go, Plastik, sonst was, whatever. Es gab auf jeden Fall zig verschiedene Versionen davon. Auch einige Hersteller haben es eigentlich auf der Messe als kleines Giveaway gegeben oder ähnliches. Ja, sie ist aus Plastik. Wir haben sie bereits schon mal vorgestellt auf dem Channel. Und ja, sie kostet ungefähr 10 bis 20 € oder auch manchmal kriegt man sie irgendwie als Giveaway in einem Laden dazu, wenn man einfach irgendwie Tabak oder so kauft. Auf jeden Fall, ja, wir haben sie vorgestellt, sie war ganz okay. Wir waren aber nicht wirklich zufrieden damit, wie sie am Ende funktioniert, beziehungsweise nicht für uns, weil wir eigentlich eher öfter rauchen wollen. Und ja, die Verarbeitung von denen ist jetzt nicht ganz perfekt, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie ihr im Sommer auf jeden Fall günstig eine Shisha irgendwo außerhalb rauchen könnt und sie geht nicht kaputt. Vor allem ist sie aber extrem klein und handlich und leicht und deswegen easy mitzunehmen. Und sie hat keine Glassbowl, sondern einfach diesen Plastikbecher, was natürlich für Festivals extrem interessant ist. Da haben wir aber noch ein paar für euch auf Lager und einen kleinen Tipp am Ende des Videos, also auf jeden Fall dranbleiben. Was an der Shisharia oder wie auch immer sie genannt wird, ein riesen Negativpunkt war oder ist: man kann keinen eigenen Kopf benutzen, sondern man hat einfach diese kleine Einlegschale und muss damit rauchen. Deswegen für Leute, die wirklich ihren Shisha-Genuss haben wollen, wie sie ihn gewohnt sind, ist das leider nichts. Die nächsten zwei Pfeifen, die wir besprechen wollen, machen wir direkt in einem, denn sie sind sich relativ ähnlich. Es ist einmal die Odoman Micro und die Invi Nano. Eine sehr, sehr kleine Glasbowl unten mit einer Edelstahlplatte oben drauf, der Kopfanschluss direkt da dran und wird meistens, beziehungsweise beide, werden in einer kleinen Tasche mit einem Schlauch und einem kleinen Mundstück geliefert. Es passt ein normaler Kopf drauf, was im Vergleich zur Shisharia ein Riesenvorteil ist, weil ihr euren ganz normalen Kopfbau genießen könnt mit eurer normalen Kohleanzahl oben drauf und so weiter. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Was man bedenken muss, fürs Outdoor-Rauchen vielleicht sehr gut geeignet, nicht geeignet aber für Festivals, weil die beiden haben eine Glassbowl. Aber da haben wir noch einen kleinen Tipp am Ende des Videos, wie gesagt, da kommen wir dann nochmal dazu. Die Invi Nano hat ein Gewinde oben, die Odoman Micro ist nur gesteckt. Das ist der kleine Unterschied zwischen den beiden. Beide kosten 40 € und kommen, wie gesagt, mit einem Schlauch und einem Mundstück. Ja, ein kleines Problem, was ich bei den Pfeifen allgemein irgendwie jetzt in der Zeit gemerkt habe, ist, sie sind nicht wirklich standfest. Also wenn ihr zum Beispiel Outdoor raucht und ihr zum Beispiel auf Gras, also auf einem Grasbodenuntergrund, wie auch immer raucht, kann es einfach sein, dass die eventuell mal umkippt oder wenn man am Schlauch dran zieht, fällt sie doch schneller um. Das fand ich persönlich jetzt nicht so gut, weil, keine Ahnung, man sitzt mit Freunden irgendwie ganz gechillt in der Runde und auf einmal fällt die Pfeife um. Ja, dann ist auf jeden Fall die Panik ziemlich groß. Aber ja, da muss man einfach aufpassen, dass man halt nicht irgendwie an einem Schlauch zieht oder sie wirklich auf dem Untergrund platziert, wo sie einfach stabil steht. Ansonsten ist da auf jeden Fall kein Problem mehr. Kommen wir zu der Amy Bubbleback. Es ist auf jeden Fall eine Pfeife, die nicht irgendwie aus Glas ist, also perfekt für Festivals, gerade wenn man zum Beispiel kein Glas mitnehmen kann. Ihr habt auch die Möglichkeit, wirklich irgendwie alles in der Farbe zu wählen, die ihr euch wirklich haben wollt. Also es gibt die in verschiedenen Farben. Ihr kriegt sogar direkt einen Kopf, also ein ganzes Kopfset dabei, ein Schlauchset und die Pfeife selber. Mir gefällt sie eigentlich ziemlich gut für das, dass sie einfach so komfortabel transportierbar ist und ihr kriegt sogar ein LED-Teil dazu, dass ihr sie sogar zum Leuchten bringen könnt. Finde ich ziemlich cool. Allerdings, ja, ich finde einfach, die ist nicht ganz so robust wie andere Pfeifen. Also ja, sie ist nur aus Plastik und ja, sie kann nicht kaputt gehen, aber trotzdem ist die mir so ein bisschen sketchy und da würde ich dann doch lieber zu den oberen Top-Plätzen, also die ersten zwei gehen, weil einfach ich finde so, ja, sie ist nicht gerade so mega hochwertig und gerade wenn ich jetzt zum Beispiel draußen rauche, will ich trotzdem das gleiche Raucherlebnis und auch diese,
Ja, ich habe eine wunderschöne Pfeife als halt so ein Bubbleback. Also mir gefällt die jetzt von der Optik her nicht ganz so gut. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich finde sie optisch auch einfach nicht so schön. Dieses Plastikding, es wirkt einfach nicht so wertig. Und sie ist auch, wie der Warren schon gesagt hat, nicht die stabilste Pfeife, die es gibt. Aber, und da finde ich, ist die Amy Bubbleback absolut unschlagbar. Wie der Warren schon gesagt hat, für 50 Euro bekommt ihr die Pfeife, einen Kopf, einen Kaminaufsatz, einen Schlauch, ein Mundstück, eine Tragetasche und einen LED-Untersetzer. Ja. Allein wenn ihr dieses Zubehör in einem Set kauft, seid ihr meistens schon bei den 50 Euro. Nur ist da einfach noch die Pfeife an sich dabei. Das finde ich auf jeden Fall extrem stark. Und da die Bowl aus Plastik ist, auch gar kein Problem für ein Festival. Aber ich würde wahrscheinlich auch lieber zu den ersten beiden Plätzen greifen. So, unsere zwei Lieblings-Outdoor-Pfeifen, für die wir uns auch entscheiden würden oder vielleicht sogar haben und in Zukunft da sein wird. Es sind zwei Pfeifen, um die es viele Diskussionen gibt. Die möchten wir hier bitte nicht am Start haben. Keiner von uns weiß genau, wer da jetzt zuerst die Idee hat, wer da wen kopiert hat und so weiter. Deswegen lassen wir die einfach außen vor. Beide haben ihre Daseinsberechtigung. Ich glaube, manche Leute wird die eine mehr abholen, andere die andere. Und ich denke, ihr könnt euch auch schon denken, worum es geht und um welche Pfeifen es geht. Es geht um die Hazard von Shishaya und die Viro von Aeon. Beides sehr, sehr kleine Outdoor-Pfeifen, die relativ ähnlich aufgebaut sind. Unten eine Edelstahlplatte dazwischen. Ein Carbonrohr und oben nochmal eine Edelstahlplatte. Die Hazard entlüftet oben und hat noch einen kleinen Kohleteller. Und die Aeon, beziehungsweise die Viro, das ist ja eine eigene Marke, die Viro entlüftet unten und hat keinen Kohleteller. Die Viro kostet nur 70 Euro, die Shishaya kostet 100 Euro. Muss man aber auch dazu sagen, bei der Shishaya kriegt ihr noch einen kleinen Tragerucksack dazu. Wir hatten ja schon den Ersteindruck, also wenn euch die Pfeife interessiert, auf jeden Fall mal noch das Video angucken. Ich finde beide ziemlich schön, ich finde die Viro ist ein bisschen schlichter gehalten, holt mich eigentlich mehr ab. Kohleteller brauche ich jetzt nicht unbedingt außen, also wenn man beim Outdoor-Rauchen ist. Aber was bei dem Kohleteller ganz cool ist, ihr habt das Entlüftungsventil oben unter dem Teller. Deswegen sieht es so aus, als würden vier Strahlen Rauch unter dem Teller rauskommen. Also für mich der Teller eher ein optisches Element. Rauchen lassen sich beide wunderbar. Bei der Viro habe ich noch so die Sorge, dass dieses unten Entlüften dafür sorgt, dass wenn ihr die irgendwo in den Sand stellt oder so, die ganze Zeit ein bisschen Sand durch die Gegend pustet. Aber das habe ich noch nicht getestet. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf, wie das so ist. Aber beides einfach extrem gute, gut verarbeitete, schön aussehende Pfeifen, die sich wirklich 1A rauchen lassen. Und deswegen für mich auf jeden Fall Platz 1 und Platz 2 oder beide Platz 1 irgendwie, was Outdoor-Pfeifen und Festival-Pfeifen angeht. Speaking of Festival-Pfeifen, dadurch, dass es nur Carbon und Edelstahl ist, kein Problem, wenn auf einem Festivalgelände Glas verboten ist. Deswegen auf jeden Fall mega solide, gefallen mir sehr, sehr gut. Deswegen Platz 1 und Platz 1. Ja, beides wunderschöne Pfeifen, beides unheimlich gut verarbeitet. Ja, wie man auch schon in unserem Video gesehen hat zu der Messe, der Drop-Test bei der Hazard war auf jeden Fall unglaublich beliebt. Nach dem zweiten Tag hat es dann teilweise auch die Leute ein bisschen geärgert, aber es ist auf jeden Fall ja unheimlich stabil. Ihr habt bei beiden Pfeifen unheimlich gute Verarbeitung und ja, man kann eigentlich nicht meckern, die sehen beide wunderschön aus, die haben beide ihre Daseinsberechtigung und ja, das Einzige, wo die sich jetzt unterscheiden, ist jetzt einfach nur im Preis und da muss man einfach sagen, was mag man lieber? Ich muss sagen, für mich persönlich ist es die Hazard, weil ich einfach finde, ihr habt ein gutes Produkt, ihr habt einen guten Durchzug, ihr habt ein schönes Rauchverhalten. Aber das habt ihr auch eigentlich bei der Viro. Also ich meine, so ja, die beiden teilen sich eben Platz 1 und Platz 1. Und ja. Dafür, ja, beste Outdoor-Pfeifen oder Festival-Pfeifen, gerade zum Mitnehmen, wie du schon gesagt hast, sind beide nicht aus Glas und deswegen kann man die überall hin mitnehmen. Von daher, ja, sehr gute Pfeifen. Genau. Auf jeden Fall unsere Top-Empfehlung, was Outdoor- oder Festivalpfeifen angeht oder auch Urlaubspfeifen, dafür natürlich auch sehr, sehr praktisch. Schreibt uns gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare, falls ihr eine andere Pfeife sehr, sehr geil findet. Wir kommen jetzt noch kurz zu dem besonderen Tipp. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich würde eigentlich gerne meine Pfeife mit aufs Festivalgelände nehmen, aber ich darf keine Glasbowl benutzen und ich will mir jetzt auch nicht extra noch eine Pfeife holen, für irgendwas zwischen 50 und 100 Euro, sagen wir mal, dann könnt ihr das so machen, wie ich bei meinem ersten Rock am Ring. Ich habe mir einfach so eine Hartplastik-Fanta-Flasche genommen, habe die oben abgeschnitten und habe meine Amy 440 draufgesteckt, habe das Ganze mit Panzertape abgedichtet außenrum, habe dann außen mit Panzertape noch ein paar von den Heringen fürs Zelt versenken dran gemacht und habe die einfach in den Boden gerammt. Lief wunderbar, absolut keine Probleme. Außerdem noch ein kleiner Tipp für Festivals. Auf jeden Fall saupraktisch, ein Silikonkopf und eine Smokebox. Ihr könnt keine Alufolie vergessen, ihr könnt die Lochung nicht verkacken
und eine Silikonball. Kannst du die ganze Zeit draußen stehen lassen. Smokebox musst du halt zur Not danach wegwerfen. Aber das sind auf jeden Fall noch ein paar Tipps, wie ihr es auf dem Festival schafft, eure normale Shisha mitzunehmen und ohne da was kaputt zu machen oder so. Mhm. Weil der eine oder andere wird ja vielleicht den einen oder anderen Tropfen Alkohol trinken. An der Stelle an jeden, der aufs Festival geht, viel Spaß, Leute. Genießt euren Sommer. Ich hoffe, die Outdoor-Pfeifen und Festival-Pfeifen haben euch gefallen. Wie gesagt, eure Meinung gerne nochmal unten in die Kommentare. Wir sind raus. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Eure Shisha-WG. Ciao.